Letztes Jahr wurden weltweit fast 400 Millionen Schwangerschaftstests verkauft. Diese beinhalten tierische Bestandteile und verursachen sehr viel Plastikmüll. Die tierischen Bestandteile sind hauptsächlich Antikörper, die in tierischen Zellkulturen oder in Tieren produziert werden, welche für die Herstellung sterben. Wir von Feosyn stellen uns dem Problem und produzieren Antikörper in Kieselalgen. So ermöglichen wir eine tierfreie und ressourcenschonende Alternative. Mit unseren veganen Antikörpern entwickeln und vermarkten wir den ersten veganen Schwangerschaftstest, der außerdem aus recyceltem Papier bestehen wird. Denn die meistverkauften Schwangerschaftstests haben ein Plastikgehäuse, das weltweit 900 Tonnen Plastikmüll produziert. Unsere Kundinnen sind die KäuferInnen der Schwangerschaftstests, aber wir verfolgen auch B2B-Modelle für vegane Antikörper und andere Proteine. Aktuell haben wir die Antikörperproduktion beendet und entwickeln den Prototypen des Schwangerschaftstests, der anschließend zertifiziert wird. Unsere Vision ist es, vegane Diagnostikprodukte wie den Schwangerschaftstest zu ermöglichen und zu mehr Tier- und Umweltschutz beizutragen.